Ja, hallo liebe Cannstatterinnen und Cannstatter, heute sind wir in der Brelesgasse. Und hier in der Brelesgasse, die ursprünglich Fischergasse hieß, dort gibt es einige sehr interessante Gebäude. Und heute möchte ich Ihnen vor allen Dingen eins vorstellen, das auf der Stadtmauer ist. Und jetzt gehen wir einfach mal hier rum und man merkt, dass es hier mal eine sehr lebendige Straße war. Es sind zwar nicht viele Leute da, aber laut genug ist es. Und was Sie jetzt hier hinter mir sehen, ist dieses besagte Haus, das auf der Stadtmauer aufsteht. Und zwar ist es aus dem Jahr 1560, 1570 circa. Und es ist aus Fachwerk gebaut, wie Sie sehen können. Und außerdem gibt es hier einen wunderbaren Rosenbusch, der sogar schon hochwächst, schon lange, und der das Haus verziert. Bewohnt wird es ja von einer Dame, die jetzt gerade besonders eifrig sein muss, wie viele andere in dem Pflegeberuf, nämlich von einer Krankenschwester. Ja, jetzt kommt sogar das Licht und man sieht sehr schön. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Das Fachwerk hier oben und auch die blühenden Rosen. Und ganz ursprünglich waren die oberen Stockwerke Lagerraum und kein Wohnraum. Das Ganze wurde so vor 30, 40 Jahren renoviert. Und wenn wir weiter nach vorne gehen, dann sehen wir noch das besondere Detail an diesem Haus. Und zwar sieht man, dass das Gebäude, jetzt kommt ein Auto, aber wir filmen einfach nach oben, dass das Gebäude höher gestellt ist. Also dass der Keller nur leicht in die Erde versenkt wurde und das Erdgeschoss quasi ja, zu halber Höhe steht. Das war auch aus Hochwasserschutzgründen viel vernünftiger. So, gehen wir nach vorne. Und dann sieht man da oben ein Stück der originalen mittelalterlichen Stadtmauer von Cannstatt. Und diese Stadtmauer ist ungefähr so 1,20 Meter, 1,30 Meter dick und aus Steinen gebaut. Und so wie sie dasteht, wahrscheinlich im 15. Jahrhundert entstanden. So um 1330 hatte die Stadt ja schon Stadtrechte und da gab es einfach ein Geflecht aus Weiden und anderem. Und später hat man da eine Mauer gemacht. Jetzt kommt schon wieder ein Auto. So, und wenn man jetzt hier hochguckt, dann sieht man den ehemaligen Wehrgang, wo das eine Fenster drauf ist. Man kann also hier auf dem Wehrgang rechts an der Mauer kann man praktisch schlafen. Solche Häuser durften erst gebaut werden, nachdem die Stadtmauer keinerlei Verteidigungsfunktion mehr hatte. Vorher gab es auch schon Gebäude daran, aber die mussten im Notfall abgebrochen werden. Und erst ab dem 16. Jahrhundert durften die Stadtmauern bebaut werden. So, und wenn man jetzt nach unten geht an der Stadtmauer, dann sieht man dort noch den Rest des ehemaligen Fischer- oder Breles-Törles. Also hier war ein Teil der Toranlage drin und das kann man dort ganz gut erkennen. Man sieht hier diese Vertiefung in dem Sandstein. Und dann hat man vor einigen Jahren in der Restaurierungsphase, Altstadtsanierung, hier im Boden noch solche Steine eingesetzt. Das ist später gemacht worden, um daran zu erinnern, dass hier eben die Stadtmauer verlief. Ja, schauen wir noch einmal zurück, sozusagen hier seitlich. Auch dieser Teil der Stadtmauer ist rekonstruiert im Rahmen der Altstadtsanierung mit den Neubauten hier aus den frühen 80er Jahren. Und jetzt gucken wir einfach nochmal in die Gasse ganz zurück. In die Breles- oder Fischergasse, deren Name Fischergasse wirklich schon seit dem Mittelalter belegt ist, wo eben die Cannstatter Fischer und Flößer und Schiffer gelebt haben. Und eine Familie hieß eben Brele, eine sehr weit versippte Familie, und ja, nach ihr wurde in den 30er Jahren diese Gasse benannt. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal und wieder Dank an meine Kamerafrau, die Carmen. Alles Gute, tschüss.